Moin Moin, mein Name ist Hanrich der Löwe und es ist Stockduster. Mir ist gerade die Fackel kaputt gegangen. Ich bin gerade unterwegs mit Horst und halt die Fackel trotzdem noch in die Höhe. Und Mathilde ist gerade at home und hat festgestellt, da ist ja noch unser Träger. Genau, ich bin vor allem zurückgegangen, weil ich dachte, ich gucke mal nach unserem wunderschönen Dingens. Dingens und Bummens. Wie heißt da noch? Ja. Was? Es könnte sein, dass ihr gerade tatsächlich eine Katze habt, miauen hören. Ja, ich hab's auch gerade gehört. Ich wollte sagen, was wollte ich denn sagen? Unser Zuchtmeister? So. Zuchtmeister. Leider ist er noch nicht fertig. Ja. Ich nehme hier nochmal so ein bisschen Zeug mit. Scheiße, wir haben keinen Leuchtschleim mehr. Oh doch, da ist noch Leuchtschleim. In der einen Truhe ist noch ein bisschen was. Soll ich was mitbringen? Ja, wäre ganz gut. Dann kann man es ja immer gebrauchen, weil ich finde die Fackel halt, diese Leuchtstab-Fackel cool. Katze. Och, musste das denn sein? Ich brauche Knochen zum Reparieren. Gut, dass wir immer Knochen haben. Ne, hier haben wir keine Knochen. Hier haben wir auch keine Knochen. Irgendwo sind noch Knochen. Wir haben noch einen Arsch voll Knochen. Aber so super viel Leuchtschleim haben wir gar nicht mehr. Und Knochen haben wir auch keine mehr. Soll ich welche mit? Ja, kannst du machen. Cool. Ansonsten kriegst du Knochen auch von den, da sind sie noch gleich. Ne? Genau. Skeletten? Nee. Stein. Nicht Steinnasen, sondern hier. Ja? Hyänen? Nein. Schieferrücken. Die Schieferrücken. Schieferrücken, was waren diese Schieferrücken nochmal? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Die Schieferrücken sind die, die immer ihre Dings bewachen. Die ihre Dings bewachen. Jetzt weiß ich Bescheid. Ah! Ihre Eier. Ach, das waren die Schieferrücken, ja. Jetzt hat's Klick gemacht. Guck mal, wir haben schon 6 Kudu-Köpfe. 6 Stück. Boah. Kudu. So, und wir haben uns gedacht, wir machen hier diese Ecke, diese kleine Ecke hier. Die machen wir noch dicht. Mit Asphalt oder Steinfundamenten. Da wird noch zugeballert. Ach Mist. Okay, ich brauche doch mehr als 12. Verdammt. Dann geht's weiter. Komm, Horst. Irgendwie war jetzt mein Ausflug in unsere alte Basis nicht so effektiv wie gewünscht. Die haben wir da nichts mehr, oder was? Ja, das, was wir wirklich brauchen können, haben wir zum Grund mitgenommen. Und ich wollte jetzt auch nicht alles von hier mitnehmen. Bei mir oben im Tempel ist noch ein bisschen Gegengift. Da kannst du auch mal ein bisschen was mitbringen, solange ich hier keinen neuen Tempel habe. Und fuck, mir fällt gerade ein, die Taler können wir ja nicht aus den Tempeln rausnehmen. Das heißt, wir müssen in der alten Basis irgendwann nochmal einen Haufen Giftpfeile bauen. Oder besser gesagt, ich muss das machen. Naja, ich werde erstmal was gegen unser Knochenproblem tun. Schief. Soll ich ein paar Giftpfeile mitnehmen? Hier sind noch über 400 drin. Ja, ich brauche die nicht, die brauchst du. Oh, Katze, du hast Mundstuck. Die Katze liegt auf meinem Schoß und hat gerade gegähnt. Danke, Katze. So, dann mache ich mich mal auf den Weg. Bevor ich zu hungrig oder durstig werde. Damit mir hier nicht die ganzen Lüstlinge immer auf den Popo schauen. Habe ich mir ein Röckchen angezogen. Ich bin schüchtern.
mach dich mal wieder auf den Weg. Und was machst du, lieber Heinrich? Hacken. Ich bringe ein Hackmesser mit, übrigens. Das ist schön. Ah ja, genau, dass wir nicht mehr so super viel Leuchtschlamm haben, habe ich gesagt. Das haben wir gesehen, ja. Oder war es noch im Offscreen? Ich weiß es gar nicht. Egal, wir haben nicht mehr super viel Leuchtschlamm. Wir müssten irgendwo mal wieder Leuchtschlamm drin gehen. Wollen wir vielleicht nächste Folge mal in diese Kristallhöhle gehen? Kristallhöhle? Ja, da die Höhle, wo du Kristall erbauen kannst, die du mal vor ein paar Folgen gefunden hast. Meinst du die mit den Spinnen? Die ich vor 2 Folgen gefunden habe, das war eine Silbermine. Ach, Silbermine, ja, meine ich ja. Das können wir gerne tun. So, tut mir leid, Kids. Ja, jetzt sind wir endlich auch mal wieder in der Vorproduktionsphase, dass wir so ein bisschen Puffer wieder haben, weil ich habe das irgendwie doch als relativ stressig empfunden. Oh, nee, nicht. Hat jetzt auch ein paar Mal nicht geklappt, dass wir wirklich um 14 Uhr veröffentlicht haben. Finde ich persönlich doof. Das heißt, wir werden dann auf eure Kommentare im Spiel etwas langsamer reagieren können. Ist ja nicht so, dass wir immer schnell reagiert haben, aber... Ja, okay. Aber weniger schnell. So viel Knochen gaben die Viecher jetzt aber auch nicht. Oder ich hätte es vielleicht nicht mit der Pike zerhacken sollen. Nee, die musst du schon mit der Axt zerhacken. Ach, dann töte ich nochmal 1, 2. Ist hier vielleicht im See Leuchtschleim? Ich gehe mal kurz baden. Ja, das ist ja meistens eher in so... Höhlen, ne? Und da, wenn da Wasser ist. Genau. Wir haben für unseren Träger immer noch keinen Namen und der ist schon so lange bei uns. Mach doch mal einen Vorschlag. Wie sollen wir unseren Träger nennen? Ah, stimmt, mit der Axt gibt's mehr. Du brauchst ja auch nicht super viele Knochen. Nö, nö, nö. Einfach nur so ein bisschen. Und ein Baum. Ach ja, da oben ist ja auch noch ein Lager. Würde ich mir auch nochmal anschauen. Aber nicht jetzt. Ich bin schlecht bewaffnet. Ich habe jetzt 5 Viecher getötet und brauchte eigentlich nur einen Knochen. Irgendwie Verschwendung. Au! Was war das für ein Geräusch? Ich wäre gerade fast ganz blöd irgendwo runtergelaufen und das hätte gefährlich enden können. Das ist mal wieder so eine dumme Hyäne hinter mir. Ja. Boah, Kaninchenboxen. Bei Seed und Grom und wie sie alle heißen. Ich werde dich erwischen. Ah, diese Nazi-Kaninchen, das waren die Boxen. Ja. Die haben sogar einen weißen Buschelarsch da, so einen Schwanz. Man kann die echt nicht boxen, die Viecher. Vielleicht kannst du sie nicht boxen. Naja, mit einem Schwert kriegt man sie eindeutig weg. Und von denen auch irgendwie Köpfe kriegt? Ne, nur Tierhaut. Keine Ahnung.
Also diese hier, ne? Ist ganz schön hartnäckig. Ah, ich glaube, jetzt hat sie aufgegeben. Also wir können locker noch mindestens 4 Folgen warten, bis unser Zuchtmeister fertig ist, ja. Aber ich glaube, wir können trotzdem spätestens nächste Folge mal ein paar Leute jagen. Dann dauert es halt ein bisschen länger, aber wir haben da jetzt ein Rad der Schmerzen und das wartet eigentlich nur auf Personal oder Leute, Mitarbeiter. Ja. Wir sollten natürlich vorher noch ein bisschen Schleimsuppe kochen. Ja, das kriegen wir ja schnell hin. Ich wollte dann auch noch ein paar stumpfe Pfeile machen. Oh ja, stumpfe Pfeile. Und so. Und einen extra schwachen Bogen für die stumpfen Pfeile. Ja, ich nehme mal normalen, weil ich habe ja, bin ja nicht so gut mit dem Bogen. Hab da nicht einen Punkt drin in Präzision. Das dürfte bei mir schon klappen. Ja, ich dachte mir, man kann vielleicht so mit den stumpfen Pfeilen, zumindest wenn man am Rand der Stadt ist, könnte man ja die Leute sozusagen auslocken, dass man da nicht mitten in der Stadt ist, wenn man Mitarbeiter rekrutiert. Ja, ist eine gute Idee. Und ich dachte mir, heute könnten wir, wenn ich dann wieder da bin und mich angezogen habe, den Rest der Folge damit verwenden, uns die Stadt nochmal anzuschauen. Vielleicht finden wir die Taverne, in der Conan hockt. Boah. Das ist nur ein Vorschlag. Ich ziehe mich auch hübsch an zum Ausgehen. Mhm. Ich? Wenn du willst, kannst du machen. Also, weil dann würde ich nicht unbedingt kämpfen wollen, sondern einfach so. Und so ein schöner Abendspaziergang zusammen. Aha. Okay. Oh, hier ist die Küche. Kann ich da rein? Kann rein. Schade. Ich habe so viel noch nicht von dieser wunderschönen Stadt gesehen. Aha. Hier ist noch ein Zuchtmeister Gazelle. Aber sind wir nicht schon durch die Stadt gelaufen? Ja, aber du hast da irgendwie schon mehr gesehen als ich. Mhm. Dann halt nicht, das war ja auch nur ein Vorschlag. Ja, ich dachte, wir haben eigentlich genug gesehen von der Stadt. Aber wir können da gerne nochmal die Taverne suchen. Können wir gerne machen. Ich guck mir hier gerade so allgemein nochmal ein bisschen um. Pflanzen welche. Oh, hier ist ein Händler. Ja, ich habe schon 2 weibliche Händler letztes Mal gefunden. Aber da musste halt die Münzen abgeben. Ich weiß nicht, was man dafür kriegt. Keine Ahnung. Also bei dem einen konnte man jetzt können wir Glasflaschen kaufen. Fleisch konnte ich kaufen. Elefantenhaut. Ja, ich fahre noch nicht auf den Markt. Was ist hier? Ach, das Gefängnis. Okay. Komme ich nicht rein, dann müsste ich reinklettern. Okay.
Was bist du für eine? Koch? Miau. Komm her, du kleines Arschloch. Miau. Oh, keine Ausdauer. Da war noch ein Träger rum. Tja, süße Katze. Die sind nicht nett. Und tschüss. Hast du keine netten Bewohner gefunden? Ja, ich habe hier gerade unnette Bewohner gefunden. Oder unnett. Ihr seid nett. Schmied, ja, ich hab Hunger. Ich weiß, ich gehe ja schon nach Hause. Hallo Heinrich, ich bin zu Hause. Ja, ich noch nicht ganz. Mist, jetzt hatte ich nicht mehr nach Dings geguckt. Scheiße. Ach. Oh, hier liege ich ja immer noch tot. Ja, aber ich habe meine Arme und Beine. Ich habe meine Beine verloren. Also dein Herz hast du auch verloren. Feuerscheinkessel brauchen wir. So, jetzt ziehe ich mir erstmal wieder vernünftige Klamottos an. Und ich werde mich jetzt mal mit den Stahlpoignards, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, aus. Oh, ich bin ja auch Dödel. Ich hatte die ganze Zeit Käferkebab dabei. Oh. Hast die ganze Zeit Hunger gehabt, ja? Nicht die ganze Zeit, aber lange genug, damit es peinlich ist. Siehst du, Waffenreparatur-Kits kann ich auch. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, Feuerscheinkessel. Eisenbarren und Zwirn.
Ups. Dann gehe ich mal was fürs Zwirn machen holen. Mach das. Weil wie wollen wir hier Garn herstellen, wenn wir keinen Feuerscheinkessel? Ja, das ist ein bisschen problematisch. Ich meine Stahl ohne Stahlfeuer. Oder so. Ich habe gesehen, diese Pickaxt, die kann ich ab Level 43 bauen. Das heißt, nur noch ein Level, dann kann ich die bauen. Hurra! Die Pflanzenfasern können wir auch noch für was anderes gebrauchen. Ah, die wären ja nicht schlecht. Ja, vor allem müssen wir ja auch Suppe machen. Dafür brauchen wir die ja auch. Ein paar Aloeblätter kann ich auch gleich mitnehmen. Aloe hier ja auch direkt an unserem See wächst. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja auch Unterwasser hier ernten. Ach, das ist normaler Stein. Ich muss dann auch noch mal schauen, was ich überhaupt für die stumpfen Pfeile alles brauche. Ich überlege gerade nur, was ich mache. Du könntest ja so eine Sklavenwerkbank bauen. Haben wir noch nicht. Kann ich gleich machen.
Ja, siehst du, hast du was zu tun. Nee. Ich mag das nicht, wenn du OO sagst. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Naja. Ich fragte, habe ich lieber nicht nach. Nee, war nicht schlimm. Ich habe nur, irgendwie statt oben drauf ein... eine Ziegelmauer unten drunter gebaut, aber... Ich bin auch gerade zum Überlegen, ob ich einfach die untersten beiden Steine quasi Ziegelstein lasse und da oben die obere Mauer quasi ganz normal Sandstein. Keine Ahnung. Das dauert ja ewig. Ich weiß. Qualität braucht halt seine Zeit. So, Pflanzenfasern habe ich jetzt genug gesammelt. Dann kochen wir mal Schleimsuppe. Und gerben ein bisschen, damit wir Teer kriegen. Ich glaube, ich habe gerade locker 100, 120 oder so Eisenverstärkung für die paar Steinblöcke weggeballert. Dauert etwas, aber naja. Wollen wir denn noch in die Stadt? Kann wahr, ich muss mich aber erstmal kurz entleeren. Ja, ja, mach das, mach das. Und ein bisschen Zwirn in Auftrag geben. Das hier. Ich helfe euch mal, warte mal. Hier gehen wir. So trage mich, oder auch nicht. So, ich stelle gerade ganz, ganz viel Zwirn her. Ach, ich ziehe mir aber nichts Hübsches an. Nee? Nö. Oh, das geht nicht. Das geht nicht, dass ich mich nicht hübsch anziehe? Doch, doch, das geht schon. Oh, warum springt der automatisch rüber? So arbeitet ihr Sklaven. Ja, endlich. Was denn? Ich bin auf dem Sklavenrad. Ich bin stolz auf dich. Ich auch. Ich kann ja ein Fermentierungsfach bauen. Schnell den Feuerschalenkessel fertig. Ja, dann lege ich mich so lange schlafen. Heinrich macht jetzt Pupu. Ja, der Feuerschalenkessel steht. Ich kann in die Stadt gehen. Naja.
muss dich ja noch hübsch machen und so, das dauert ja noch. Ich dachte, ich mache mich jetzt nicht hübsch. Wo schläfst du denn? Draußen, wo es unsicher ist. Ja, offensichtlich. Ach, schon wieder diese komische Synchronisierung. Okay. Oh, nee, ich lag wirklich. Ah, okay. Hast du ungefähr eine Ahnung, wo das ist, oder? Ich glaube, das hatte Ulrich oder Carsten, irgendwer hat das beschrieben, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Gucken wir einfach eine Taverne, kann auch nicht so schwer sein. Machen wir was zu essen. Ich tippe mal auch drauf, dass die Tür offen ist, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich teste trotzdem mal die Türen. Oh, warte mal, hier ist ein Loch. Hier kann man reingucken. Wo bist du denn? Ah, hier, hier, hier. Hier beim Lampen. Da. Also zumindest geht's hier rein. Oh ja, das sieht doch aus nach einem Conan. Mal. Hallo, Conan. So you live. And we meet again. Tell me, have you had a good chance to look around? Seen your fill of these exiled lands? It's not too late to get back on that crucifix. Any fool can see that you need answers. Left hanging for the vultures on that cross. A cursed bracelet that keeps you trapped in this place. Everybody trying to kill each other. I should leave you all to your fate. I don't have the stomach for sorcery. Give me a foe that I can strike with cold iron. Bah! I'll be here a while. His wine tastes like boiled camel's piss and the bread's half weevil, but I'm comfortable enough. If you have questions, ask. I wandered for a while after I pulled you from that cross. In the south, I found desperate souls and Darfari man-eaters. In the east, apes that walked like men among the overgrown ruins of an ancient city. I found an amphitheater where the ancient dead walked and the memories of ancient battles stained the sand. It stank of sorcery. So I left. I have traveled far and seen much. From the glittering ice of Asgard to the jungle expanses of the Black Kingdoms. I have been thief, pirate, and mercenary. But nowhere have I seen gods as I see them in this land. These avatars that stalk and spread destruction in their wake. These are not gods. These are what men want gods to be. Weapons. Try not to get killed. Oh, warte so. Ach, jetzt hast du da dein Dings abgenommen. Ey! Ich wollte mal gucken. He-Man gegen Conan, aber... Conan schlägt nicht zurück. Feige Sau. Conan, du bist meiner nicht würdig. Dann tanze ich mit euch. Iha! Schlangentanz. Lach nicht, wir tanzen hier. Das sieht etwas lasziv aus. Disco! Warum hast du oben nichts mehr an?
Weil ich mich dem Tanzen entsprechend. Ja, ich mich doch auch. Hast du noch nie Lady Gaga in einer Ritterrüstung gesehen? Das sieht so fun aus. Hallo, den Kriegstanz. Hast du den Schlangentanz etwa nicht gelernt? Nein, wo kann ich den? Ich habe keine Ahnung. Der würde bei mir aber bestimmt besser aussehen als bei dir. Ich hab mich jetzt auch rausgezogen. Und damit es sexy ist, habe ich die Stiefel angelassen. Und die Handschuhe. Und deine Schlange tanzt mit. Ah, der bewegt sich. Wer genau? Deine Schlange? Im Inventar hat sich die Schlange noch bewegt. Ah. Ich hab Pipi in den Augen. Puh. Okay, so viel dazu. Oh, die Sonne ist aufgegangen. Oh, hier kann man auch was lernen. Interagieren. Beschreibung. Bei den Göttern, was habe ich mir dabei nur gedacht? Ich habe Seth, den Trinker, in den Weinkeller gesperrt. Dort lagern sämtliche Getränke. Ich bin ruiniert. Wo ist der Weinkeller? Das dachte ich mir auch gerade. Und der Typ ist ein Händler. Der verkauft Eistee für Silbermünzen. Aber wo ist der Keller? Ich laufe hier gerade einmal ums Ding rum, aber ich sehe keinen Weinkeller. Der lagert hier oben seine Fässer, aber es ist ja kein Weinkeller. Oh, hier sind zwei Kisten. Zur Oberfläche zurückkehren? Ah, hinten ist eine Tür. Da kannst du auf mit E drücken und dann kommst du in den Keller. Da ist die Tür. Ah. Warte auf mich, Heinrich. Der ist besoffen. Und der ist aggressiv. Oh, Stufe 1. Von den Totenköpfen. Ganz schön guter Trinker. Verdammt, daneben. Aber ganz ehrlich, hat er keine Chance, der Typ. Alter, aua! Oh! Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Chance, aber der tut ja einen voll weh. So viel Heilungskram habe ich gar nicht dabei. Tot! Das für ein Tier. Wieder eine Rauferei. Langsam komme ich an einen Punkt, an dem ich Seth sagen muss, dass er hier nicht mehr zu trinken bekommt. Sobald die anderen Gäste ihn sehen, suchen sie fluchtartig. Das Weite schlecht fürs Geschäft ist meine Entscheidung in beiden Fällen. Und hat er was Nettes dabei? Ein Hirschkopf, zwei geformtes Holz, 17 Glas, ein Herz und das war's. Ah, doch, hier noch irgendeine blaue Farbe oder so. Das war's hier unten? Das können wir gar nicht vorstellen. Ja, hier geht's doch mal weiter. Oh, Diebe oder so, keine Ahnung. Die beten irgendwas. Ah, hier kann ich auch wieder mit irgendwas interagieren. Ah, hier ist ein Buch. Ha! Endlich ist mir das Glück wiederholt. Heute kam ein ziemlich ungehobelter Bursche in die Taverne, der sich Conan auf Kamerien oder so nannte. Seth hat natürlich seine Nase nicht gefallen, also kam es zum Kampf. Conan hat ihn grün und blau geschlagen, aber der Barbar ist nicht nachtragend und hat Seth den restlichen Abend mit Getränken versorgt.
Er hat mir sogar geholfen, Seth in den Weinkeller zu schleppen, nachdem er umgekippt war. Ich mag diesen Chimeria. So, gucken wir mal, was das für Typen sind. Nicht nette Typen. Oh, der hat aber ein tolles Schild. Was ist denn da passiert? Was war das denn gerade? Hast du was geworfen? Nein, der hat eine Kugel geworfen. Ich weiß nicht, wer ist. Ich auch nicht, es ist so dunkel. Das mit dem Feuer sieht aber gut aus. Nee, der ist doch. Rüstungspower! Den einen haben wir doch gleich. Das sind Reliquien, ihr Schatzräuber oder Schatzsucher. Ja. Horst sieht nicht gut aus. Ja, sie sind gleich tot. Boah, Horst, das war gute Arbeit. So, aber einen möchte ich auch segnen. Kannst auch den Kram von denen nehmen. Kannst du beide segnen. Horst, alles gut? Scheiße. Was ist? Guck dir das mal an. Oh! Das scheint kein normaler Weinkeller zu sein. Nee. Ja. Na, ich würde sagen, das wäre eine Folge für sich. Ja, scheint so. Einen Tuck will ich noch runtergehen. Wir gucken, was für Gegner noch hier uns auf uns warten. Entweder... Denk dran, Horst schon sehr schwach. Horst heilt aber schon wieder ein bisschen. Kann man die Steine aufsammeln? Ja. Hier sind nochmal drei Stück. Ah, drei Stück. Die waren gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Hier ist ein ganzer Sack voll von diesen Arschlöchern. Ja. Ah, Horst ist mir zu schwach. Gut, gut, hast recht. Gehen wir mal. Schauen wir uns lieber nochmal separat an. Ja, und nimm wenn noch. Wir dann nicht reinstoppen. Und dann nehmen wir auch mehr als einen Kämpfer mit. Ja. Das erklärt aber, warum Schatzjäger in einem Weinkeller waren. Genau. Diese Weinkellermission gibt es ja immer häufig in den ganzen Rollenspielen, aber dass da noch so ein großes Areal drunter ist, hatte ich, glaube ich, bisher nur bei Diablo damals gehabt. Hm. Bei Diablo oder so hast du ja auch immer, ja, sind Ratten im Weinkeller oder sowas und dann... Ja. Du bist gleich ins Wasser gesprungen? Ja, aus Versehen. Hallo, hier bin ich. Ja, ich würde dann sagen, wir machen dann auch einen Break. Und dann überlegen wir mal, was wir nächstes Mal weitermachen. Oder generell machen. Ich würde sagen, nächstes Mal gehen wir Mitarbeiter-Requiem. Das klingt nach einem Plan. Gut. Ich weiß, es ist ja auch beinahe. Hahaha. Gut, gut. Dann liken, kommentieren nicht vergessen und abonnieren. Und ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.